In der Vorbetäubungsphase ist es sehr wichtig, dass die Nadel richtig platziert wird. Nach 10 Sekunden sehen Sie, dass die Pupille weißlich wird und das ist bereits ausreichend. Nun ist eine gute Vorbetäubung gegeben und Sie können mit der Injektion stoppen. Hier auf der Spitze der Pupille hat die Nadel Knochenkontakt und wir sind bereit, die Nadel in Rotation zu bringen. Nun ist die Nadel tief genug, sodass wir mit der Injektion beginnen können. Am Ende, wenn Sie mit der Injektion fertig sind, wird die Nadel ohne Rotation wieder herausgezogen.